Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, gepflegten Anwälte. Und es geht weiter mit unserem Let's Play Meisterliga mit dem VfL Bochum und der Countdown läuft zum Aufstieg. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, wenn wir so weitermachen. Ja, ich habe euch das ja erklärt mit Ilion Paulsen, wie ich das alles gemacht habe und. Nein! Lute fällt aus! Habe ich ihn nicht im letzten Spiel noch gelobt? Okay, das ist krass. So, Paderborn, ich habe es ja schon fast angekündigt. Die werden jetzt alles tun, um hier zu gewinnen. Kommen als Tabellenletzter. Und ja, Brandy, kann ich mich noch dran erinnern. Im Hinspiel hatte der ja ein paar gute Chancen gehabt. Mosquera verletzt, ärgerlich. Sonst hat eigentlich, glaube ich, keiner so. Ist mir keiner aufgefallen beim letzten Mal. Könnt ihr mich natürlich irren, was sagt unser Co-Trainer, mit voller Stärke ins nächste Spiel? Also ich sehe da schon mal einen Innenverteidiger, der Beste ist und ausfällt, also da passt was nicht. Na gut. Gut, Scout Report. Das war natürlich eine Bombe. Hoho. Okay, das wäre ein Albon. Ganz ehrlich, mein Wunschspieler ist Paulsen. Wer ihn kennt, der ist einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, finde ich. Also was der läuft, das ist unglaublich. Aber wie gesagt, das sind hier alles Clubs, bei denen die spielen, außer vielleicht der Zonten, der ausgeliehen ist, spielt er in echt bei Inter Mailand. Der wäre eigentlich realistisch, dass er da von seinem Verein weggeht. Ist ja nicht der stärkste da in Italien. Aber da werde garantiert nicht nur ich dran sein. Oh, bisher schon. Okay, ist auch keine Winterpause. Naja, egal. Das sind alles noch weit, ist noch weit, weit weg. Das sind meine Aufstiegsplanungen, aber das sind auch Spieler, die man eigentlich nicht als Aufstiegskandidat holt. So, was wollte ich ändern? Cooper dafür Herwagen rein. Obwohl. Ich weiß nicht. Ja doch, lass mal so. Und Schmidt wollte ich mal hier für ja hier hinpacken. So. Diesmal verspreche ich, ich werde nach Aufstellung, nach Form spielen lassen, was ja im letzten Spiel nicht so gewesen ist. Okay, Johnson. Ah, lustig. Ja, hier. Concha. Haben wir hier noch wen? Nee, neuen Stürmer muss rein. Nehmen wir Saglik. Hatte die beste Form von allen. So. Johns, mein kleiner Freund, was machen wir mit dir? Wo kannst du denn eigentlich alles Feine spielen? Eigentlich nur zentrales Mittelfeld. War mir schon fast klar. Gut, spielen wir erstmal wieder mit unserer altbekannten Raute und ja, werden wir vielleicht noch ändern im Spiel. So, wir gehen ins Auswärtsspiel gegen den sehr geschwächten Sportclub aus Paderborn, gegründet 1907. Muss man das senken? Oh Mann. Wir empfangen irgendwie letzter Zeit nur Teams, die nicht so gut in der Tabelle stehen. Ey, ich sag nur, geile Musik. Kruse kennt man auch gut genug, wenn man Dortmunder ist. So wie ich. Ich bin ja Dortmund-Fan echt, aber. Also wer es nicht wusste, der weiß es jetzt, aber das hat keinen zu interessieren. Wir spielen hier nicht mit Dortmund. Ich spiele mit Bochum, daher geht meine volle Konzentration auf diesen Verein und er macht auch wahnsinnig Spaß. Und sonst hätte ich, würde ich schon lange nicht mehr weiterspielen. Wir sind ja ganz erfolgreich bisher und so. Gehen wir doch erstmal gleich auf Konter. Da wir wissen, dass sie angreifen müssen, weil wir können uns Zeit lassen,
Die stehen unten drin. Wir sind fast durch. Ja, ich sage fast. Ich sage noch nicht, dass wir aufgestiegen sind. Ist ja fast, ich bin ja fast wie Borussia Dortmund, die auch die ganze Zeit gesagt haben, ach Quark, wir sind zwar Erster, aber Meister, schauen wir mal. Seit diesem Spieltag haben sie ja erst gesagt, ja, also wir wollen schon Meister werden. Und das finde ich eigentlich auch gut so, alles andere wäre ja auch Quatsch gewesen. Und noch halte ich mich zurück. Wenn wir das Spiel gewinnen, sage ich, wir sind durch. Ich glaube, dann sind wir auch theoretisch durch. Schauen wir mal. Aber was macht er? Guck mal erstmal auf Palmari. Was macht der denn da vorne auf einmal? Ist ja unglaublich. Und jetzt haben sie natürlich Platz zum Kontern. Den nutzen sie aber nicht. Azuak dreht ins Leere. Ja, hier kommt dazwischen. Lang nicht mehr gesehen auf dem Feld. Azuak. Toni! Und der schlägt wieder zu. Mann der Stunde. Und er zeigt es wieder. Er zeigt es wieder, dass er trifft. Dass er trifft. Und dass er treffen kann und dass er ein Killer ist. Ach ja. Falls ihr, wer könnte euch noch dran erinnern, als ich kurz davor war, ihn zur Winterpause zu verkaufen. Das waren noch Zeiten. Jetzt erfolgreichster Torjäger in unserem Verein. Auch krass. Das Vertrauen hat sich ausgezahlt. Haben wir am Anfang der Saison verkauft. Das war auch schon der reinste Wahnsinn. Da bin ich ja vor Freude ausgerastet, dass wir Luca Toni haben. Aber dann hat er, ja, nicht schlecht gespielt, aber eben seine Tore nicht gemacht. Hat er eigentlich immer gut gespielt, bloß nie sein Tor gemacht. So, gucken wir erstmal hier weiter. Brückner. Oh, scheiße. Ja, hier. Und Cooper zum ersten Mal. Ach du, heilige Seegurke. Da waren wir ja mal ganz offen. Und Cooper zeigt, dass er nicht umsonst, dass wir ihn nicht umsonst aus der Jugend gefischt haben. Aus der Jugend geholt haben in die erste Mannschaft. Und ja, er steht berechtigt da, wo er jetzt spielt, wo er jetzt steht. Er zeigt, dass man auf ihn zählen kann. Meine Fresse, was ist denn heute wieder los? Fuckt. Erstmal gewinnt Kopfball gegen, weiß ich jetzt nicht, Konche, der läuft sich da dem Wolf ab. Erfolgreich auch. Ups, kleiner Leck. Ja, wenn er so weitermacht, schafft er noch nicht mal die erste Halbzeit. Der läuft und läuft und läuft, aber wie lange hält er das da noch aus? Weil wir greifen immer wieder an und da muss er ein bisschen mehr rennen. Oh, Federico wird geschossen. Ja, mal. Brandy. So, gucken wir mal, was sie da hinten machen. Bisher nichts Gutes in der Abwehr. Jetzt vielleicht Kaplani. Ne, so einen alten Hasen wie ja hier. Lässt sich dann doch nicht so leicht überwinden. Jetzt gucken wir erstmal. Saglik. Federico. Der war knapp. Hätte auch gut und gerne reingehen können, das schöne Ding. War eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich schon vorher mit Saglik schießen, aber naja, gut. Kaplani gegen Vogt. Gewinkt da. Oh, stark gemacht von Bönig. Azuak darf wieder auf seine geliebte Position im offensiven Mittelfeld agieren. Durfte er in letzter Zeit ja wenig. Musste, wenn er gespielt hat, über außen kommen, da wir ja mit drei Stürmern gespielt haben. Und ja, erstmal Kummer Bönig. Aber macht auch immer wieder ein Tor. Azuak und Kruse. Wunderbar. Das meinte ich. Macht er immer wieder gerne. So, Wärmer haut ihn jetzt erstmal raus. Vogt aber zur Stelle. Verliert der Kaplani. Doch nicht. Vogt marschiert weiter. Scheitert aber an Brandy. Vogt holt sich wieder den Ball. Ist ja fleißiger Typ. Mal mit links. Ich weiß gar nicht, was für ein Fuß er ist. Ich glaube links. Ah, das kann ich euch jetzt nicht sagen.
Wenn nicht, wenn er Rechtsfuß ist, war es auch ein starker Schuss mit seinen Schwachen. Aber Vogt, der läuft ja, das glaubst du nicht. Vogt, ach, jetzt sag ich schon Vogt zu Azuak. Azuak auf Toni, der auf Federico. So. Jetzt verarscht Federico hier ein bisschen die Herren. Und Concha kommt mal zum Ball. Auch schon ewig nicht mehr in der Formation gesehen. Toni, schön. Kriegt er wieder den Ball und da versucht das doch gleich nochmal. War auch nicht so geplant, aber nun gut. Aber hier sieht man sehr schön aus der oberen Ansicht, wie eng die da hinten verteidigen. Die bieten uns kaum Platz, aber dann sind wir irgendwie doch durch. Aber die versuchen natürlich hinten dicht zu stehen, so wenig wie möglich zuzulassen. Dadurch natürlich auch wenig Torchancen zu sehen. Ja. Und das Ganze nicht so nett anzusehen. Oh, holt er gut den Ball. Kaplani gegen ja hier. Und Kortmaz ist zum Schluss der von den ganzen profitiert. Und das war die erste Halbzeit. Wir führen 1:0 gegen Paderborn. Und ich werde gleich in der Halbzeit auswechseln. Bis gleich in der zweiten Halbzeit.